So, moin moin und damit willkommen zu einem, ja, Unboxing ist falsch, ein Auspacken. Und das ist eigentlich auch ganz falsch, weil wir nicht wirklich auspacken, aber ich halte mal meinen Loot in die Box. Und zwar war ich auf der Spielemesse 2019 in Essen. Und ich habe da, genau, hier kann man es auch sehen, eins, zwei, drei kleine Bändchen, der dritte ist auch noch da. Ich habe ganz viel Zeug abgegrieft, abgestaubt. War echt teuer. Holla die Waldfee, war das teuer. Angefangen mit dem Cthulhu. Wie es zu dem Cthulhu kam, den habe ich von meiner Gastgeberin geschenkt bekommen, bei der ich übernachtet habe. Ich werde sowieso alles nochmal aufarbeiten. Meinen Erfahrungsbericht in meinem Blog auf meiner Homepage. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, was ich so gespielt habe und was ich so gemacht habe und mit wem ich mich so unterhalten habe, dann am besten einfach mal auf meinem Blog vorbeigucken, werde ich einfach mal verlinken. Genau, hier haben wir einen Cthulhu, der war umsonst, einfach ein Geschenk von der Gastmutter. Und das Frosty-Logo ist auch nicht von mir, sondern hat sie gemacht. Damit fangen wir an. Dann habe ich hier eine ganze Menge an Zeugs, was frei war, frei zum Abzustauben. Wir haben hier, habe ich noch nicht reingeguckt, das muss ich jetzt gleich alles machen. Pegasus Sherlock Holmes Comic, genau, hier, gratis Leseprobe. Spielecomic, irgendein Krimi mit. Ich hatte schon einen anderen Spielecomic, die sind echt lustig. Das ist jetzt ein anderer Grafik-Zeichenstil. Aber ich schaue da mal rein und wenn euch die Meinung interessiert, könnt ihr mich ja gerne fragen. Dann ist hier noch so ein bisschen Dust 1947. Da ist der Zweite Weltkrieg wohl nicht. Ja, weird. Da ist der Zweite Weltkrieg, hat er wohl nicht ganz geendet. Der geht irgendwie ein bisschen weiter und Cthulhu greift an. War eine ganz lustige Idee. Das ist jetzt nur so ein kleiner Flyer, aber ich dachte, hatte den noch irgendwie mitgehabt. Ich dachte mir, den zeige ich auch nochmal rein. Fand ich ganz cool. Wir haben Cthulhu, ein Cthulhu-Abenteuer mit Samtpfoten auf Cthulhu Spuren, Cthulhu der Welten, Sonderheft, genau. Kann man sich, glaube ich, auch gratis runterladen, bin ich der Meinung, im Drive-Thru-RPG-Shop. Bin ich der Meinung. Da kommt man, glaube ich, umsonst dran. Aber das konnte man jetzt auch in gedruckter Print-Version da erwerben. Was ist das jetzt hier? Mytholon. Ein weiterer, das ist nur so ein kleiner Flyer, auch den habe ich mitgenommen. Einfach mal alles eingesteckt, was ich hier habe. Das gucken wir uns gleich mal an. Das ist auch irgendwie Kram. Ich muss gerade mal schauen. Ach so, genau. Das ist Werbung für. Das lege ich mal beiseite. Werbung für Warhammer, Tabletop-Miniaturen. Was ist das hier? Irgendwelche Visitenkarten, Epic Games. Ach so, Sirenscape, genau. Sirenscape. Die machen ja Musik. Da hatte ich auch schon mal ein Tutorial zu gemacht. Da habe ich mir drei neue Musikstücke organisiert. Dwarvenforge, die machen unglaublich geile Buildings, die man sich dann kaufen kann und dann hinstellen kann. Ich weiß nicht genau, ob ich genug Videomaterial für eine Spielemesse-Rundgang YouTube habe. Aber ansonsten, also ich habe da auf alle Fälle auch mal Fotos gemacht. Schaut da sonst mal bei Twitter oder bei Instagram vorbei, da werde ich die auch nochmal hochladen. Unglaublich geile Miniaturen. Hier ist noch mehr Flyer-Zeug. Das ist nochmal das. Das hatten wir eben schon. Das ist nur zerknickt. Hier habe ich noch zwei Postkarten. Und zwar von Uhrwerk Roll Inclusive, beziehungsweise nicht Uhrwerk, sondern Feder und Schwert. Das Klischee-Bingo. Ihr könnt das Video gerne mal pausieren und dann einfach mal Bingo spielen. Und noch Diversitätsbingo, das ist die zweite Karte. Die fand ich unglaublich süß. Und die habe ich auch mit eingepackt. Fand ich cool. So, was haben wir hier? Das ist noch mehr Flyer. So, dann geht's jetzt los mit den Sachen, die nicht umsonst sind. Da sind noch weitere Flyer. So, hier, das ist mein erster Kauf gewesen. Mein erster Kauf am Donnerstagmorgen. Die neue Lignum von Erdenstern. Und ja, ich weiß, ihr könnt jetzt mein Spiegelbild in der CD sehen. Ist mir egal. Aber tatsächlich, das ist die erste CD von Lignum, die verkauft worden ist. Auch dann schön mit Autogramm. Das musste dann noch trocknen, deswegen ist das da nicht ganz drin. Da hatte mir dann Erdenstern drauf unterschrieben. Und das ist tatsächlich die erste CD, das ist sogar auf Twitter dann belegt. Huhuhuhu. Wird dann definitiv unsere neue Into the Green, wenn wir. Was ist das hier? Manticore. Ach so, genau, da können wir auch gleich weitermachen mit dem nächsten Buch oder mit dem ersten Buch, was ich mir geholt habe. Metal Heroes ist schon ausgepackt. Da war noch eine CD drin. Die kann man hier auch irgendwo. Genau, hier ist noch eine CD drin.
Hatte der SK Podcast, hatte das schon mal, ich weiß nicht, rezensiert, hatte das schon mal erwähnt und ich hatte mir dann bei Manticore, hatte ich dann mal reingeschaut und dachte mir, ja, kann man mal mitnehmen, so für ein, ich war 20 € waren das, glaube ich. Der Autor war da, deswegen ist auch ausgepackt. Sven Hader hatte mir hier ein Autogramm reingeschrieben. Moment. Also, wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es. Für Frosty. Genau, das ist so ein Abenteuer-Spielebuch. Ich muss gerade mal hier reingucken. Geht um eine Metalband, die groß werden will und mit Spielentscheidungen, mit Comic-Anteil, mit ja, mit Würfeln. Da bin ich mal sehr gespannt. Sven hat ein bisschen was dazu erzählt und ich bin ja sowieso Metaller. Bin ich sehr, ja, doch, ich freue mich drauf, ich freue mich drauf. Das wird was fürs Wohnzimmer. Ja, ich muss das gerade mal so anordnen, dass das später alles auf den Tisch raufpasst. So, was ist das hier? Auch wieder irgendein Flyer-Gedöns. Das ist noch mehr Sirenscape. Dann, Uhrwerk ist ja leider, denen geht es ja leider nicht mehr ganz so gut. Die müssen die Lager leer räumen. Und da haben sie was gefunden. Und zwar Warhammer Fantasy. Ich bin ja so oder so großer Warhammer-Fan. Mehr 40k, aber ich finde Fantasy auch ziemlich cool. Und da habe ich mir dann die Kinder der gehörnten Ratte mitgenommen und Reiche des Glaubens. Zwei Bücher. Ja, bei. Das ist B-Ware, das ist offiziell, aber die sind nicht beschädigt. Die sind einfach nur im Lager und die müssen weg. Und da habe ich dann zugeschlagen. Fand ich eine sehr schöne Gelegenheit. Zweimal Warhammer Fantasy. So, dann habe ich hier dickes Buch Nova. Das habe ich schon mal verschenkt. Wenn ihr euch an die Aktion erinnert, ich glaube, das war das 1000 Abonnenten Special. Beim 1000 Abonnenten Special und beim 500 Abonnenten Special hatte ich ja mal ein großes Giveaway gemacht. Und da habe ich das Buch schon verschenkt. Ich hatte selber noch nicht reingeguckt. Aber jetzt habe ich mir das mal mitgenommen. Bei Manifest Games, von dem habe ich noch ein paar andere Sachen, die ich gleich reinhalte. Nova, ein Hard Science Fiction Buch, auch auf meiner Liste. So, dann geht's weiter mit Schrecken aus dem Eis. Ganz neues Splittermond-Abenteuer, das könnt ihr ja hier auch an der Farbe sehen und an der Schriftart, bla bla. Ja, ganz neu und ich wäre nicht Frosty, wenn ich dieses Buch nicht mitnehmen würde. Schrecken aus dem Eis, ich weiß nicht, ob ich es dann für Splittermond erzählen werde. Ich finde ja die. Sag schnell, die Regeln finde ich ja ziemlich cool. Patrick hat hier irgendwas auch schon unterschrieben. Mark war leider nicht da, zumindest nicht an dem Tag, als ich da war. Aber Patrick hat unterschrieben. Mit dem habe ich auch noch ein bisschen geschnackt. Und mit ganz vielen anderen von Urweg. Ja, genau. Schrecken aus dem Eis. Abenteuer für Helden Grad 3. Und ich habe noch nicht reingelesen, aber ich habe es aber mitgenommen. So, dann haben wir hier noch was anderes. Das ist jetzt kein Urweg, sondern das ist Schatten des Dämonenfürsten. Unvermeidliche Opfer. Mit System Matters. Auch hier habe ich mir Autogramme geholt. Genau, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, weil ich nicht reingelesen habe, aber hüte dich vor dem Fovensee und ein unvermeidlicher Kauf. Für Anfänger und Lehrlinge. Ich werde definitiv demnächst nochmal Charaktere bauen und auch steigern, weil ich hatte mal einen gebaut. Findet ihr im Special einen Charakter, aber ich habe ihn noch nicht gesteigert und ich will ihn unbedingt nochmal steigern, weil ich das System dahinter total geil finde. Ohne Witz, ist total gut. So, ich mache mal weiter mit dem hier. Das habe ich mir auch schon organisiert. Kann man eigentlich brauchen, kann man eigentlich immer brauchen, egal ob man Würfelspiele spielt oder Pen and Paper. So einen ganz normalen. Muss ich mal gerade gucken, kriege ich das gerade spontan auf. Ja, da würfelt man dann einfach rein. Blub, blub, blub. Und dann können sie hier drin liegen bleiben. Und man kann da auch einen Würfelturm noch einstellen. Finde ich immer ganz gut. Vor allem, wenn man dann eben gemeinsam um eine große Würfelprobe herumsetzt und alle dann mitfiebern können, ob der Wurf jetzt gelingt oder nicht. Relic ist schon älter, ist nichts Neues, aber auch das ist dann basierend auf Talisman. Deutsche Ausgabe, Warhammer 40k, Relic. Ja, ich habe noch nicht reingeguckt. Wie gesagt, ihr ist hier noch verschlossen, verschweißt. Ja.
Das war aber auch quasi das erste und einzige Brettspiel. Was habe ich denn hier noch rumliegen? Ich mache mal mit dem Zeug hier weiter. Das ist Fuck. Das habe ich ja schon rezensiert. Das war erst vor kurzem. Jetzt habe ich von Manifest das Hardcover bekommen und dazu die Charakterkarten. Denn nächste Woche bin ich auf einer nächsten Convention und da werde ich das leiten. Wenn ihr ganz zufällig in der Nähe von Nordrhein-Westfalen und der Siro-W seid, Siro-W, schaut vorbei. Ich leite Fuck. Noch ist keiner eingetragen, weil ich habe nur die Runde angemeldet. Könnt ihr bei mir Fuck spielen. Ich werde noch nicht erzählen, worum es geht. Aber wenn ihr bei Facebook euch das Siro-W anseht, dann werdet ihr sicherlich wissen, worum meine Fuck-Runde geht. Wird lustig, gehe ich von aus. Ich gehe davon aus, das wird lustig. Genau, das hat mir Manifest umsonst mitgegeben, weil ja, er ist cool, ich bin cool. Und dann hat er mir das mitgegeben. Genauso wie das hier, New Hong Kong Story. Ich muss gerade mal schauen. Das ist noch ein paar reine Aufkleber. Martial Arts, auch das werde ich nächste Woche, wenn wir Zeit haben, leiden. New Hong Kong Story hatte ich ja auch schon einmal rezensiert. Und ich hatte mich mit Christian unterhalten und mit seiner Frau. Und die haben mir das dann auch mitgegeben. Das ist ja alles, was man zum Leiten braucht. Kartensets und das neue Abenteuer. Was da alles drin ist, ich muss das auch nochmal ganz in Ruhe auseinandernehmen und rezensieren. Also ist wie gesagt noch eingeschweißt. Und dann gibt es auf meiner Homepage dazu auch noch eine Rezension. The Temple of Nightmares. Ich bin großer Fan von dem Setting und von dem Würfel, ja, von dem Würfelsystem, von der Art der Idee dieser New Hong Kong Story, dass man Schauspieler spielt, die eine Rolle spielen. Diese Metaebene ist total klasse. Ich weiß nicht genau, ob ich das leiten kann. Keine Ahnung. Also, ich stelle mir das für mich selber sehr schwierig vor, weil ich in dem noch keine Erfahrung habe. Aber ich habe da Bock drauf. Ich habe da Bock drauf, dass ich das lerne. So, ja, nicht ganz fätig, ne? Aber es ist halt schon sehr Meta. So, und dann. Oh, das ist jetzt kein Brettspiel mehr. Legen wir das gerade nochmal beiseite. Genau. Rezension dazu kommt, wie gesagt, dann auf meine Homepage und Spielbericht und so. So, und das ist nicht aufgebaut, aber das wird später aufgebaut werden. Das sind Geländeteile. Geländeteile für Warhammer 40k oder ganz generell für Tabletop. Hier gerade, das wird ein Obelisk. Ein Obelisk, wenn er fertig ist, das kann man hier auch schon, glaube ich, sehen mit dieser Obeliskenform. Es riecht hier unglaublich nach Holz. Also wenn man hier mal so reinschnuppert, ich weiß nicht, ich mache mal hier auf. Könnt ihr das riechen? Könnt ihr das riechen? Es riecht unglaublich nach Holz. Freunde, genau, das ist kein Plastik, das ist Holzgelände, was man quasi nur zusammenstecken oder zusammen leimen muss mit Holzleim. Und man kann das so schon hinstellen. Ich werde es aber auch bemalen. Ich hatte gesehen, wie man das bemalt. Ich werde das richtig geil kupfernfarben anmalen und dann mit Nihilite Oxide werde ich das so ein bisschen so ja, Kupferspan verpassen, so oxidiertes grünes, türkisgrünes Kupfer. Und das hier wird eine zerstörte Taverne, genau. Das geht hier schon ganz fast alleine auseinander. Ich bin sehr gespannt, ob das was wird. Wenn das was wird, werde ich euch auf alle Fälle dazu auch nochmal ein Video machen. Das wird dann kein Bericht auf meiner Homepage, aber das wird dann nach und nach alles nochmal zusammengeklebt. Gut, ich versuche das gerade hier nochmal alles ins Bild zu rücken. Ich weiß nicht, ob ich alles raufkriege. Ich wollte mir noch einen neuen Wohnzimmertisch kaufen, damit ich mir das hier alles drauflegen kann. Naja, ich krieg das nicht hin. Das ist zu viel. Viel zu viel. So, 1, 2, 3. Hier sind noch ganz viele Sachen unter. Ihr habt das gesehen. Das ist meine Ausbeute von der Spiel. Die Kerzen da hinten natürlich nicht. Da oben, das sind einfach noch Kerzen. Ja, viel Zeug, was ich jetzt nach und nach aufmachen muss, was ich aufbauen muss, was ich lesen muss. Und Freunde, ich habe viel zu tun. Ich habe richtig viel zu tun. Und ich habe nächste Woche tatsächlich dann mit der Convention auch nicht so viel Zeit. Das heißt, mit Fuck fange ich an und mit New Hong Kong Story fange ich an. Und
Dann baue ich auch noch Schatten des Dämonenfürsten, Charakter und steigere den und Zeug. Oh, da wird wahrscheinlich erstmal eine ganze Menge ungelesen im Regal verschwinden, aber ja, also ich habe viel zu tun. Die kalte Jahreszeit hat begonnen und das ist nur quasi meine schnelle Vorstellung von dem ganzen Zeug, was ich auf das Spiel bekommen habe. Die ganzen Flyer da hinten lassen wir mal weg. Ja. Mehr wollte ich auch gar nicht, einfach nur ein Informationsvideo. Vielleicht interessiert euch das ja, was Frosty so gekauft hat, weil ich habe selber gesagt bei Twitter, zeigt mal so rein, was ihr habt, unter Hashtag Spiel19 findet ihr dann den Rest. Der PNP-Bubble, der hat da auch eingekauft und das ist mein Einkauf. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.